Hallo Freunde, herzlich willkommen bei JG Kritik. Heute geht es um den Film 22 Jump Street und einmal mehr werden wir in dem Film Jonah Hill und Channing Tatum hier als verdeckte Ermittler sehen. Und zwar waren sie letztes Mal auf einer Highschool, diesmal sind sie auf einem College und es gibt ein weiteres Mal einen Drogendealer, der illegale Drogen vertickt und dem gilt es auf die Schliche zu kommen. Die Frage ist, schaffen sie das oder was passiert eigentlich? Natürlich, da reinkommen wieder ziemlich viele sehr skurrile Situationen und wie das Ganze aussieht, das seht ihr im Trailer. Also schaut euch mal ganz kurz diesen Trailer an und danach kommt meine kurze Filmkritik dazu. Ich habe ja echt gehofft, euch nie wiederzusehen. Was geht ab, Mann? Wir sind wieder da. Mädels, kein Schwein hat das Jump Street Comeback interessiert, aber ihr habt Glück gehabt. Und damit die Jump Street erfolgreich weitergeht, hat die Abteilung jede Menge Geld investiert. Dummerweise haben die Koreaner die Kirche zurückgekauft. Deshalb zieht ihr einfach gegenüber in die 22 Jump Street. Ihr beiden Saftsäcke, geht jetzt aufs College. Jackpot. Was? Gemischte Duschen? Fuck. Ich werde hier kein einziges Mal kacken gehen, nicht einmal. Wir besuchen ein paar Vorlesungen und Kurse, hören uns wegen der Droge um und finden raus, wer der Dealer ist. Sehen wir älter oder im College alle wie Babys aus? Psst. Einige versuchen hier zu lernen, also schaltet die Lautstärke auf, haltet die Klappe. Meinst du in etwa diese Lautstärke? Halt einfach die Fresse. Außerdem seht ihr echt alt aus. Ach ja? Zu scheiß alt, um hier zu sein. Wild Boy Wasted. Partner fürs Leben. Wild Boy Wasted. Es geht nur um Trinkspiele und Kontakte knüpfen. Was fällt dir daran so schwer? Nein, du kannst mich jetzt nicht umarmen. Drunk Stagger, Drunk Swagger. I don't rap good. Pass auf! Don't matter. Wir sind die Jump Street. Denn wir jumpen euch böse in den Arsch. Mhm. Genau in die Ritze. Wild Boy Wasted. Wir müssen echt einen Experten aufsuchen. Oh! Mr. Walters, ich sollte mich bei Ihnen entschuldigen. Weil du meinen Penis abgeschossen hast? Kein Ding. Ich habe jetzt eine Vagina. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt Eric Slumpe. Nein, bist du nicht. Doch bin ich! Mein Arsch gehört dir! Oh mein Gott. Hey, Eric. Ja, und ich habe das Gefühl, dass meine Kritik diesmal ein bisschen kürzer ausfällt, denn an dem Film gibt es gar nicht so viel zu kritisieren. Ich muss ganz klar sagen, 22 Jump Street ist bis jetzt eigentlich so die beste amerikanische Komödie, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Auf jeden Fall besser als der erste Teil und macht mir persönlich auch mehr Spaß als Bad Neighbors. Und das liegt eigentlich daran, dass Jonah Hill und Channing Tatum einfach zusammen unglaublich cool agieren. Die sind ein sehr verschiedenes Paar und durch diesen Kontrast wird einfach schon mal alles ziemlich witzig. Und dann kommt einfach noch diese grandiose Selbstironie dazu, die einfach vom ganzen Film, von der ganzen Produktion an den Tag gelegt wird, denn diese verarscht sich irgendwie selber, was man schon in den ersten 30 Minuten sieht, aber auch im Abspann vor allem, der wirklich unglaublich witzig ist und das ist einfach, mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Der Film ist einfach witzig, er ist gut gemacht, Kamera und so passt sowieso, Schauspieler passen und die Pressevorführung hat gebebt, alle hatten Spaß und warum soll ich jetzt noch mehr kritisieren, als zu kritisieren ist? Klar, man kann sagen, der Film ist vielleicht hier und da so ein bisschen zu lang und für Leute, die diesen Humor nicht mögen, auch absolut gar nichts, aber für die Leute, die eben so einen selbstironischen Humor mögen, hier und da so ein bisschen Fäkalhumor, aber auch nicht zu viel, für die ist das absolut das Richtige und somit bekommt der Film von mir auch nach dieser doch relativ kurzen Kritik 8 von 10 möglichen Punkten und wenn ihr wirklich beim Trailer Bock habt, wenn ihr insgesamt so bei den ganzen Kritiken Bock habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an und bildet euch eure eigene Meinung und dann könnt ihr mir diese auch gerne in die Kommentare schreiben und jetzt werfen wir mal ganz kurz einen Blick auf die Endcard. Herzlich willkommen auf der Endcard und an diesem Kasten findet ihr alle meine Social Media Links, außerdem kommt ihr auch dazu der Umfrage zu dem Film, auf den ihr euch im jeweils aktuellen Monat am meisten freut. Darunter könnt ihr mich gerne abonnieren, falls ihr mich unterstützen wollt und ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben, falls es euch gefallen hat. Ansonsten kommt ihr wie immer dazu einer anderen Kritik und dann noch zum anderen Trailer. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis demnächst.